Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir müssen immer noch die Kluft durchqueren und jetzt hier in dieses Haus rein, um... Ja, ne, das Haus da hinten ist ja eingestürzt. Geh mal. Das war eine 308er Kugel, schätze Eigenbau. Die meisten Roboter deiner Größe hätte das zerstört. Was war das? Das klang nicht gut. Reparieren 50. Klingt so, als wären die primären Stabilisatoren zerspringt, dass du so lange durchgehalten hast. Kein Wunder, dass du es nicht bis nach Marwabo geschafft hast. Keine Zeit zu reden, mir gefällt das hier nicht. Wir sollten weiterziehen. Ja, ich habe auch Angst, Edi. Ich habe auch Angst. Höhle des Abaddon. Und ich befürchte schon da, dass da wieder diese Scheißviecher sind. So, ich mache jetzt meine Blendgranate. Feuer und los! Was? Bevor die auch nur die Möglichkeit haben. Könnte ich mal Tab drücken? Danke. Hallo. Wow. Da ein kritischer, komm. Nein, da war stattdessen lieber einer bei, der gar nichts sieht. Oh fuck. Ich hoffe, ich bin hier hoch genug. Oh fuck. Was ist denn mit denen los? Aber die Musik gefällt mir gerade. Oh ja. Oh ja. Komm schon. Genau. EP. Oh, da war ein kritischer. Hey. Könnte übrigens ein normales Ding weggebrochen. Zwei sogar vielleicht. Was ist denn jetzt gefallen? Nein, jetzt aber. Oop, there it is. Na? Na, reicht schon? Wie Nana jetzt sagen würde. Ihr kriegt mich nicht. Aus Geburten der Hölle seid ihr. Und da fällt mir ein, ich habe nicht mal Hochspritzmuni drin.
Kommen da gleich die Vergifteten? Ja, mal so ein bisschen erkunden hier. Genau wegen solchen Sachen. Aha. Samo, was war denn das nochmal für eine Anspielung? Das sagt mir was. Psycho, es stimmt. Oh. Uah. Sieht aus, wie wenn ich einen Scheißhaufen gemacht habe. Wie so nach einer schönen Portion Chili oder so. Das immer. Ne? Muss ich gleich nichts zu erzählen. Wo sind wir hier eigentlich? Auf der Karte. Schön da. Oh, Scheiße. Danke. Was ist denn mit. Was geht denn mit meinem Bein? Na klar, ne Königin. Also da kümmere ich mich erstmal um die normalen. Ne, wir wissen ja. Also zumindest habe ich das in Common Conquer mal so gelernt. Erst die wenigen massenhaften und dann die starken. Kann auch daran liegen, dass ich immer gegen Nott gekämpft habe, die ja immer auf Masse statt Klasse setzt. Hey! Hey, hey, hey! Hey! Ich werde sterben. Oh ne, ich habe ja das super Automatik-Ding drin. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alles klar. So, erstmal muss ich diese Könige loswerden. Das ist halt einfach das größte Problem. Ich habe keinen Hohlschmitz drin. Das merke ich doch gerade mal. HP lad dich schneller auf. Und Idi, wo auch immer du sein magst, geh auch schneller wieder hoch. Wortwörtlich, ha. So, die Königin, die ist jetzt nämlich das größte Problem. Jawoll! Wohl, mal im Rückzug. Hallo. Oh.
Jetzt aber. Jetzt habe ich eine Schere mitgenommen, die ich nicht brauche. Habe ich eine Schere? War das eine Schere? Hä? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Platy-Chips kann. Rezepte. Sergeant Teddy. Munition hier. Nichts wirklich Bedeutendes. Na, wunderbar, es kommen noch mehr. Und ich hatte gehofft, es wäre vorbei. Dieser eine, den kriege ich jetzt auch hin. Aber der hat mich mit dem ersten Schlag nicht. Ich habe keine EP. Scheiße. Oh. Wieso machen die denn so viel Schaden? Ich lade einfach neu. Ja, jetzt bleibe ich stecken. Ja, geil. Oh, das kann schief gehen. Oder auch komplett perfekt. Ich musste niesen. Das Schlimme ist ja auch bei diesen Dingern noch zusätzlich, du weißt halt nie, wie viele noch am Ende doch noch rauskommen. Ich glaube, das ist es jetzt erstmal gewesen. Ich hab ja keinen Hohlspitz mehr drin, stimmt. Ich glaube übrigens echt, das war eine gute Investition. Na klar, hier ist ein Autodock. Und ich nutze ihn nicht. Toll. Wie? Eine Metallkiste. Leer. Oh, oh. Smile? Aha. Ach du meine Güte. Rockys Geld. Korken. Nächste Woche in Die unglaubliche Odyssee von Ralphie, dem Roboter. Ralphie, schnell! Wenn dich der alte General Winters schnappt, schaffst du es nie bis nach Hause. Nein! Ralphie, flieg weit, flieg schnell! Schaltet auch nächsten Samstag wieder ein und seht den spannenden letzten Teil. Nur auf dem World Tech Kanal 9. Eddie? Was machst du hier ganz alleine? Und wer hat die alten Videos eingeschaltet? Komm, wir bringen dich in deine Ladestation. Morgen haben wir unseren großen Tag. Auf einmal wird mir so einiges klarer. Ja, ist das dein Ziel, deine Heimat zu finden? Keine Angst, ich lass nicht zu, dass dich böse alte Generäle holen. Das kann ich verstehen. Was glaubst du, warum ich Kurier geworden bin?
Los, Eli, wir müssen weit fliegen und schnell fliegen, wenn wir ans Ende der Kluft kommen wollen. Sehr schön. Mit dieser amerikanischen Kampfmusik. Kann ich hier schlafen? Boah, ja. Machen wir mal. 12 Stunden. Irgendein Effekt ist gerade weggegangen. Oh, Medics hat nachgelassen. So, ein Kleiderschrank, der leer ist. Ein Kleiderschrank, der nicht leer ist. Mit Tarnklammern, nice. In the Divide. Ich dachte, dass diese Explosion, das tief in die Kluft hinabstürzende Gebäude, dein Werk gewesen ist. Hat dich nicht getötet, aber fast. Ich wusste, dass du es überlebst. Du musst nicht weiterziehen. Ich habe, was ich brauche. Die Maschine, versiegelt im Hopewell-Silo. Jemand musste sie freischalten und herbringen. Das Signal ist jetzt stark genug. Du musst sie nicht mehr mitnehmen. Sie kommt von selbst. Wie? Idi? Du hast ihm einen Namen gegeben. Was war es für dich? Gefährte? Sklave? Waffe? Alles zusammen. Aber vor allem ein Bote. Er ist ein Bote, wie wir. Und er ist ein Teil unserer Geschichte. Wenn du seinen Verlust spürst, denk daran, dass du dich jederzeit hättest abwenden und nach Hause gehen können. Nichts von dem wäre passiert. Aber du hattest noch eine letzte Lieferung. Und darum wusste ich, dass du kommen würdest, Kurier. Du konntest einfach nicht wegbleiben. Du nimmst mir Idi nicht weg. Die Maschine, die du mitgebracht hast, gehört jetzt mir. Sie kommt nach Hause. Ich werde sie ganz auseinandernehmen, um zu sehen, was geschieht. Wichtig ist nur, was in dieser Maschine war. Alle Maschinen hier bestehen aus Wrackteilen aus der Kluft. Wie alles, was hergebracht wurde. Er trägt die Nachricht, die du mitgebracht hast, in sich. Und er tut das, wofür er programmiert wurde. Er tut alles, um nach Hause zu kommen. Die Riesen hier werden zuhören. Ich bringe dir die Kluft nach Hause, in deine Nation. Lass ihre Flagge wie die Kluft brennen. Big Mountain Zugriffscode. Ulysses. Befehle außer Kraft setzen. Navarro. Ulysses hat die Kontrolle über Idi erlangt. Sie haben Idi als Begleiter verloren. Alles, was er dabei hatte, geht in ihren Besitz über. Ich bin ein bisschen überladen. Na wunderbar. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Na wunderbar. Jetzt muss ich aber... Ich kann nicht reisen, wenn ich überladen bin. Ich muss einen neuen Spielstand machen. Weil ich nicht weiß, ob die Sachen, die hier reinkommen... danach noch immer noch drin sind. Also, das kann ich reparieren. So. Jetzt aber. So, ich muss jetzt nämlich gerade mal nach Hause. 19:18. Genau das mache ich jetzt wahrscheinlich am besten noch während der Folge. Wird ein bisschen Überlänge, aber nur ein bisschen. Gibt es nicht irgendwie den Aus- oder Eingang? Weg zur Kuriermeile? Ist das richtig? Oh, da ist noch ein Ding. Das könnte ich mir gerade noch mit nutzen. Ist nicht wichtig, aber...
dann zumindest hoch. Also das ist der Heimweg, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Die Kuriermeile. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ach so, hier muss ich hin. Stimmt. Was ist denn der Heimweg hier, ne? Jetzt noch habe Ödland, so. Gift entfernt? Was? Wieso war ich vergiftet bei der Kuriermeile? Hä? Und wieso regnet das hier gleich? Ein Händler. Hallo. Brauche. Ja, ja. Ich werde versuchen, eine halbe Stunde für das, die Überlänge in Beschlag zu nehmen. Etwa. Ja. Ich muss ein paar Sachen nach Hause bringen. Vor allem. Es fängt an zu rechnen. Ah, es war so klar. Hallo. Hallo. So. Ab in den Safe mit den Sachen, die ich haben will. Wie die Atemmaske, wie... Seymour. Wie meine Mini-Atombomben. Beim Bodenschweißgerät könnte ich nochmal reparieren. Dann ist auch nicht noch wieder weiter was weg. So ein Kenderewack. Es wird jetzt hauptsächlich hin und her gereise gerade. Mit Hoffnung, dass die Sachen noch da sind. Falsches Gebäude. So. Aha. Oh. Das hier und das hier und... Der Rest ist schon zu schwer wieder. Was zum Kenia-Wrack? So, ich habe Ödland. Ab nach Novak. Hier ist Nacht. Ach, schöner Himmel, ne? So, das Bowie-Messer. Das, Granaten könnte ich eigentlich verkaufen. So, das kann ich alles selbst gebrauchen. Genau, den Rest der Sachen verkaufe ich. Noch sind sie da, ne? Hier, Cliff. Willkommen zurück! Ja, ja, ja. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Ja, dann kann ich halt nur die Granaten verkaufen. Die Blendgranaten nehme ich mal doch lieber mit. Ich will nicht Karawane spielen. Wo sind denn die... Leute von der... den Waffenschiebern? Da. Genau da.
Die haben ja auch schließlich ein bisschen Geld immer wieder. Willkommen, Sir. So, 8000, ja. So. Hab ich auch wieder der Munition, die ich gebrauchen könnte. Ja, 308er. Ja, normale 50er. Oh, 50er Sprengstoff ist auch praktisch. Bogenschweißgerät. Ja, ist halt gegen Roboter unheimlich nützlich, ne? So. Das ist nur die ganze Muni. So, Kluft. Das Hotel. Gucken, was in der Kiste noch ist. Hagewehr, Klick ins Westens. Das hier. Das war knapp. Wieder zurück. Ja, es ist halt nervig, ne? Man will die ganzen Sachen ja doch aus irgendwie so nostalgischen, echt zumindest so aus nostalgischen Gründen haben. Auch wenn man weiß, ist es halt total sinnlos. Drehstrahl und so habe ich ja noch nicht mitgenommen. Ich habe des Öfteren hier jetzt mal gerade die Sachen in die Orte gewechselt. Kann das sein? Ja, kann sein, ist sogar so. Gut. Ich bin jetzt schon überlastet. Alter. Novak. So. Und die ganzen Sachen wieder da rein. Guter Schweiß. Guter Schweiß, ja genau. Boah, nee, sowas brauche ich dann auch nicht. Wenn das so viel wiegt. So, die sind auch schwer. Wie viel Reds habe ich denn? 90. So. Davon ist nämlich auch dann wieder was weg. Gut, dass man so einfach hin und her reisen kann. Was die Kuriermeile ist, will ich nicht mehr wissen. Aber wie viel bringt das? Oh, 4000. Das verkaufe ich nochmal ganz kurz dann in dieser Folge. Wir sind ja jetzt eh schon oft genug gereist, da ist das dann auch nicht mehr schlimm. So. Willkommen. Ja, ja. Oh, Evo findest ab downgeloadet. So. So, Kenyan-Wrack. Na, ich bin noch unter 30 hier reingekommen.
Und ich mache jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.